Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Rainer Maria Rilke, die Berufung. Da aber, als in sein Versteck der hohe, sofort erkennbare der Engel trat, aufrecht, der lautere und lichter lohe, da tat er allen Anspruch ab und bat, bleiben zu dürfen, der von seinen Reisen innen verwirrte Kaufmann, der er war. Er hatte nie gelesen, und nun gar ein solches Wort, zu viel für einen Weisen. Der Engel aber, herrisch, wies und wies ihm, was geschrieben stand auf seinem Blatte, und gab nicht nach und wollte wieder, lies. Da las er, so, dass sich der Engel bog und war schon einer, der gelesen hatte und konnte und gehorchte und vollzog. Rainer Maria Rilke, geboren 1875 in Prag, verstorben 1926 in der Schweiz an Leukämie, hat dieses Gedicht Ende August 1907 geschrieben. Er nannte es Berufung. Und wenig später bekam es dann den Titel Mohammeds Berufung. Publiziert wurde dieses Gedicht in der Neuen Gedichte anderer Teil 1908. Bevor wir uns das Gedicht etwas genauer anschauen, wollen wir uns Rilkes Biografie zuwenden und vor allem Rilkes Hinwendung zum Islam, der in diesen Jahren und dann vor allem nach 1910, 11, 12 geschah. Rilke hatte zwischen 1900 und 1910 eine große Schaffensperiode gehabt. Er hatte viel geschrieben und danach war so eine Lähmung eingetreten. Seine schöpferische Kraft schien erlahmt. Er hatte große Sorgen deswegen und ging auf Reisen. Er suchte Anregungen, eine neue Sprache, eine neue Ausdrucksweise. Und reiste im Winter 1910-11 dann nach Nordafrika. Algier, Tunis, El-Kantara, Kairouan, die heilige Stadt besuchte er. Später reiste er nach Ägypten und anschließend dann 1912-13 nach Spanien, Toledo und Cordoba. Und auf diesen Reisen entdeckte er den Orient und vor allem auch den Islam, den er schon vorher kennengelernt hatte, wie dieses Gedicht Mohammeds Berufung von 1907 zeigt. Seine große Freundin Lou Andreas Salome hatte einen Ehemann, Friedrich Karl Andreas, und der war Orientalist gewesen und hatte Rilke in gewisser Weise schon den Orient etwas näher bringen können. In Paris bei Rodin 1902 hat er dann 1001 Nacht kennengelernt. Seine Frau Clara Westhoff reiste vor ihm schon nach Nordafrika und viele andere Maler und vor allem auch Maler taten es ihm gleich und reisten nach Tunesien, reisten in die nordafrikanischen Länder. Und in dieser Zeit, als Rilke dann Nordafrika und Ägypten und Spanien bereist hat, hat er sich dem Islam angenähert und auch vor allem auch dem Koran. Und er begann im Dezember 1912 im Koran zu lesen. Er erklärte, ganz erstaunlich, der Koran habe eine Stimme, in der ich so mit aller Kraft drinnen bin, wie der Wind in der Orgel. Er begeisterte sich für die arabische Sprache, er lernte etwas Arabisch und entfernte sich immer mehr vom abendländischen Christentum und das vor allem aus ästhetisch-künstlerischen Gründen. Darauf komme ich noch zu sprechen. Er richtete sich als Autor neu aus und das fiel zusammen mit seiner Hinwendung zum Islam. Im Winter 1911-12 war er in Duino gewesen, im Schloss Duino, und hatte dort auf einer Wanderung im Januar 1912 eine Art Erweckung, Erleuchtung gehabt.
Und auf einmal war es ihm wieder möglich, Gedichte zu schreiben. Er hat Elegien verfasst. Er hat den Gedichtzyklus Marienleben 1912 herausgebracht. Und in diesen Gedichten wendete er sich nun dem sogenannten Unsichtbaren zu, dem, wie man es genannt hat, wie er es genannt hat, Raum der Engel. Er verabschiedete sich von den vorhergehenden Gedichten, die man später Dinggedichte genannt hat. Viele von Ihnen werden den Panther kennen oder das Karussell. Das waren die Gedichte der ersten Schaffensperiode gewesen, und in denen hatte er von den Objekten her die Welt beschrieben. Aus ihrer Perspektive heraus hat er geschrieben, aus ihrer Dinglichkeit heraus. Und nun aber wendete er sich ab 1912 sozusagen dem metaphysisch-transzendenten zu und der, wie er das nannte, der Sphäre der Engel. Mitte Januar 1913 schrieb er in ein Tagebuch auf seiner Spanienreise: Ich muss gewiss die Menschen überschlagen und gleich zu den Engeln lernend übergehen. Das, was man aus dem Gedicht von 1907, Mohammeds Berufung, schon kennt, nämlich, dass ein Mensch von einem Engel etwas lernt, das fordert er nun explizit im Januar 1913. In El Grecos Toledo lernte er ein Spanien kennen, das auch ganz stark eben von dem Transzendenten beherrscht wurde. Und in Cordoba besuchte er die Mesquita, die Moschee mit ihren über 1200 Säulen und Rundbögen, ein Wunder für die Welt, in der leider Gottes die Christen nach der Reconquista eine Kirche hineingebaut hatten, was noch heute als architektonisches Verbrechen zu sehen ist. Und als er das gesehen hatte, sagte Rilke, seit Cordoba sei er von einer beinahe rabiaten Antichristlichkeit bestimmt. Er begeisterte sich für die Einfachheit und Lebendigkeit der Religion des Islam und fand, dass die Gotteshäuser des Islam, die Moscheen, ein Gotteshäuser eines anderen Glaubens, aber desselben Gottes waren. Zitat: Das fühlt man an der Innigkeit, mit der das Leben religiös sich zusammennimmt. Es ist ein Land großen und leidenschaftlichen Glaubens, so schreibt er an seine Mutter von seiner nordafrikanischen Reise. Schon im Februar 1911 schreibt er über den Orient an Freunde: Da habe ich nun meine Wasserscheide und werde wohl nicht anders können, als von alledem hinab nach der neuen Seite abzufließen. Es lohnt sich immerhin, Gott von Mohammed her gefühlt zu haben, diesen vielleicht anwendbarsten Gott, und neben diesen Menschen sich als Mensch zu versuchen. Gott von Mohammed her zu fühlen. Das war nun in dieser Zeit etwas ganz Spektakuläres. Es ist bis heute etwas ganz Besonderes. Das war ja die Zeit, in der das Abendland Europa auf dem Höhepunkt des Kolonialismus angelangt war, wo sich die imperialistischen Momente und Mächte ausgebreitet hatten im Orient, in Afrika, bis weit nach Asien hinein. Und nun ein deutscher Dichter, einer der deutschen Dichter, begeistert sich nun für eine Kultur, die eben die Seite der Unterdrückten war, einer Kultur, die sich am Islam orientierte, an einem vollkommen anderen Glauben. Er hatte den Kolonialismus ja in Nordafrika kennengelernt, vor allem weil dort französische Kolonien waren, aber in Spanien hat er sozusagen noch
die arabische Kultur kennengelernt vor der Reconquista und dann gesehen, was die Katholiken daraus gemacht haben. Wieso und was faszinierte ihn so an diesem Islam? Es war das, was der Theologe Karl Josef Kuschel die Unmittelbarkeit nennt. Er nennt sie eine Unmittelbarkeitsreligion im Unterschied zur christlichen Mittlerreligion. Rilke lehnte explizit alles Mittlerische ab, was in der christlichen Religion beheimatet ist. Was heißt das? Schauen wir uns einmal diese beiden Religionen, das Christentum und den Islam, im Vergleich an. So muss man Folgendes bemerken. Das Christentum, Jesus Christus, ist Gottes Sohn. Er ist selbst ein Gott und er lehrt die Menschen, was sein Vater, ein Gott, will. Er interpretiert den Willen des Vaters in seinen Worten. Er ist ein Mittler zwischen Gott und Mensch, dank seiner zwei Naturen, dank seiner Natur als Gott und als Mensch, die eins sind in ihm geworden. Das ist katholischer und protestantischer Glaube. Jesus ist ein Gott, gehört zur Trinität, ist eins, ist der eine Gott, der trinitarisch zu verstehen ist. Im Islam ist das vollkommen anders. Mohammed ist kein Gott. Mohammed ist immer Mensch und ist immer Mensch geblieben, freilich ein besonderer Mensch, eben der Prophet. Aber er hat keine Mittlerfunktion zwischen Gott und dem Menschen. Er empfängt eine Botschaft. Er ist ein Lesender und ein Schreibender, aber er formuliert nichts in eigenen Worten und kann auch nichts interpretieren, sondern ist wie ein Schreibrohr, das die Botschaft empfängt und an andere Menschen weitergibt. Rilke schreibt im Dezember 1912: Mohammed war auf alle Fälle das Nächste. Wie ein Fluss durch ein Urgebirg bricht er sich durch zu dem einen Gott, mit dem sich so großartig reden lässt jeden Morgen, ohne das Telefon Christus, in das fortwährend hineingerufen wird: Holla, wer dort? Und niemand antwortet. Im Januar 1913 betont er noch einmal, dass er nichts zwischen mir und Gott brauchen kann, eben auch keinen Priester, keinen katholischen Priester. Im Islam gibt es keinen Vermittler zwischen Allah und den Gläubigen, der Gemeinschaft der Gläubigen, der Umma. Das göttliche Wort wirkt unmittelbar. Mohammed hat es verkündet. Aber er hat es eben nicht wie Jesus in seinen eigenen Worten verkündet und damit interpretiert, sondern er hat nur weitergegeben, was er gehört und gelesen hat. Und das bedeutet eben im Unterschied zu unserer Bibel, zu unserer christlichen Bibel, dass der Koran in Wort und Schrift göttlicher Natur ist. Das ist das, was heutige Muslime immer wieder uns Abendländern, uns Europäern verständlich zu machen versuchen. Und Navid Kermani hat das sehr schön gemacht in seinem Buch Gott ist schön, das ästhetische Erleben des Koran. Das Buch ist schon 1999 herausgekommen. Und darin beschreibt er, dass wir einen Muslim und einer Muslima der Koran ja, auch ein poetisches Werk ist. Es ist sprachlich schön, es ist vollkommen. Es ist ein poetischer Text, der musikalisch rezitiert wird. Rilke hat das sehr gut verstanden, wenn er sagt, das ist wie Wind in der Orgel, in einem Musikinstrument. Der Koran ist eine göttliche Komposition, die eben auch gesungen rezitiert werden will. Ein ästhetischer Gottesbeweis. Und daher nicht übersetzbar, wie kein Gedicht wirklich übersetzbar ist, weil es in jeder Übersetzung das verliert, was es ausmacht, nämlich seine sprachliche, poetische Schönheit.
Und deswegen kann der Koran auch ohne Form nicht interpretiert werden. Die Inhalte sind ohne Form nicht transportabel. Das ist anders bei unserer christlichen Bibel, die ja sowieso in der griechischen, im griechischen Text übermittelt wurde, eine Sprache, die Jesus ganz sicher nicht gesprochen hat. Dass dieser Text ein göttlicher Text ist und ein poetischer Text, das hat natürlich dem Schriftsteller Rilke gefallen. Das war ihm ein Gedanke, der ihm vertraut war oder nahe kam. Und Rilke nun, der in dieser Zeit um 1900, 1910 lebt, lebt in der Zeit, in der Arthur Rimbaud das Wort des Sehers geprägt hat. Der Autor ist ein Seher, ein Wegweiser in eine moderne Gesellschaft. Er hat eine gesellschaftliche Funktion, er hat eine prophetische Kraft und äußert sich zu gesellschaftlichen Fragen als Seher, als Prophet. Als Seher des Unsichtbaren, was für andere noch unsichtbar ist, das sieht der Poet früher und besser als die normalen Menschen. Diese Funktion des Autors als Seher, als einer, der sich eine Stimme in gesellschaftlichen Fragen hat, das ist bis heute so geblieben und so werden sie in vielen Diskussionen, die sie erleben im Fernsehen oder wo auch immer, immer wieder einmal einen Autor hören, der nun zu einer gesellschaftlichen Frage Stellung bezieht, wobei ich mich manchmal frage, ob es nicht besser wäre, wenn mancher Autor auch schweigen würde, weil er eben ein Autor ist und nicht unbedingt ein Sachverständiger in jeder gesellschaftlichen Frage. Und dieses Moment, dass der Autor unmittelbar sozusagen eine göttliche Botschaft wie ein Seher verkündet, das ohne Vermittler zwischen Gott und Mensch, das hat Rilke gefallen. Nach 1922 schreibt er am 16.01.1922 schreibt er: Mir persönlich stehen alle jenen Religionen näher, in denen der Mittler weniger wesentlich oder fast ausgeschaltet erscheint. In diesem Sinne ist dieses Gedicht Gott oder dieser Satz Gott von Mohammed her zu fühlen, verständlich und erklärt eben auch das Gedicht Mohammeds Berufung. Eben ab 1912, als er im Januar 1912 auf einer Wanderung in Duino eine Erleuchtung hatte und von dem Moment an wieder schreiben konnte, nach einer großen Schreibhemmung, versucht er in das Unsichtbare, wie er es nannte, vorzustoßen, sich ins Himmlische zu erheben und da wurde für ihn der Engel, die Gestalt des Engels, so wichtig. Die verstorbene Literaturwissenschaftlerin Ingeborg Solbrich hat das die islamische Angelologie Rilkes genannt, also eine Engelslehre, die sehr islamisch ist und überhaupt nichts mit den christlichen Engelsgestalten zu tun hat. Die Engel von Rilke weisen den Menschen den Weg, wie sie es im Gedicht Mohammeds Berufung tun. Sie weisen die Hand des Poeten zum Schreiben hin. Aber sie sind eben den Autoren gleichgestellt. Ich komme dann nochmal drauf, wenn ich auf dieses Gedicht auf eine Stelle eingeht. Rilke hat von sich gesagt, dass die Mission des Poeten, so schreibt er in einem Brief, die sei, Bienen des Unsichtbaren zu sein.
Also, dass die unsichtbaren Botschaften wie Bienen zu sammeln und zu Honig zu verarbeiten. Der Autor wird damit selbst zu einer ätherischen Autorität. Er wird den Engeln gleichgestellt. Er wird ein überirdisches, der von überirdischen Wesen den Weg gewiesen hat. Einen Weg, den er gehen soll, weil er ihm bestimmt ist, den er in sich spürt, den er kennt, aber ohne es zu wissen. Manchmal hat er es vergessen und so wie Mohammed vergessen hat, dass er lesen kann, weil er sagt, er könne nicht lesen. Das erfährt er durch die Begegnung mit dem Engel. Was der Engel dem Menschen weist, ist der Satz: Werde der du bist, sei der schöpferische Autor, der du schon immer bist, besinne dich auf deine schöpferische Kraft. Und so ist es eben in diesem Gedicht Mohammeds Berufung. Es ist erzählt die Geschichte, wie Mohammed die Lehren des Koran erhält. 611 erscheint der Engel Gabriel dem Propheten, der in einer Höhle schläft oder meditiert, wie einige sagen, und er befiehlt dem Propheten zu lesen, auf einem Blatte zu lesen. Mohammed sagt, er kann nicht lesen, aber der Engel befiehlt es ihm und dann kann er es auf einmal. Dieses Gedicht ist eine sehr genaue poetische Fassung der 96. Sure des Koran. Ich lese sie vor. Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Embryo, lies. Der Herr ist der Edelmütigste, der durch das Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Nein, der Mensch zeigt ein Übermaß an Frevel, dass er meint, er wäre auf niemanden angewiesen. Zu deinem Herrn erfolgt die Rückkehr. Und in Sure 62 wird ausgeführt, dass Gott Moses, den Schriftunkundigen, hat die Botschaft verkündigen lassen. Da steht in einer Übersetzung, er, Gott, ist es, der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen hat erscheinen lassen, der ihnen seine Zeichen vorliest. Genau diese Begegnung Engel Mohammed erzählt das Sonett. Es ist ein Sonett, zwei Quartette, zwei Terzette, ist auch gereimt. Nicht ganz streng gereimt, aber noch ganz, der Reim ist noch ganz deutlich spürbar. Das hören Sie, wenn Sie sich das Gedicht nochmal anhören wollen. Und in ihm wird eben erzählt, wie Mohammed sich dem Befehl des Engels unterwirft, wie sich der Gläubige im Islam unterwirft. Islam heißt ja Ergebung, sich ergeben in Gott, sich Gott unterwerfen. Und Mohammed, der Schreibunkundige, der Lesunkundige, tut das dann so gut, dass der Engel sich vor ihm verbeugt. Da las er so, dass sich der Engel bog. Aus dem himmlischen Wesen wird nun ein Gleichgestellter, ja fast ein Untergebener. Die Rollen von Mensch und Engel haben sich vertauscht und Mohammed ist jetzt dem Engel gleichwertig geworden. Ja, fast hat sich der Engel eben vor ihm verbeugt. Rilke schreibt: Mohammed hatte keine Bildung erfahren und konnte, wie der Koran selber schreibt, nicht lesen und nicht schreiben. Er erhielt erst die Fähigkeit zu lesen, als ihm in der entlegenen Höhle über dem Wüstenland von Mekka das Wort Gottes vor Augen kam. Die Nähe Mohammeds zu Gott und seine Verbindung zur höchsten Wahrheit
All das war die Frucht seines edlen, unversehrten Wesens. Und nun vergleicht Rilke explizit die Berufung, die göttliche Berufung des Künstlers mit der von Mohammed. Das tut er zum Beispiel in einem Brief vom Ende Mai 1911. Und die Literaturwissenschaftlerin Ingeborg Solbrich hat das genannt, das Tremendum der poetischen Inspiration. Eben der schöpferische Autor, der Poet, der eine Inspiration erfährt, die ihn erzittern lässt, wie der Gläubige vor Gott erzittert. Das Tremendum der göttlichen Macht, das ist so ein religionswissenschaftlicher Ausdruck, der auch in der Moderne dann wieder neu belebt worden ist. Der Dichter der frühen Moderne, Rilke, hier als Verkünder, als Seher, als Prophet unsichtbarer Botschaften. Rilke, der noch 1910 seine schöpferische Kraft verloren glaubte, der sie dann wiederfand im Januar 1912 und dies als wirkliche Erleuchtung, als göttliche Inspiration empfand, konnte dann noch 10 Jahre kreativ schreiben und hat unendlich viel noch produziert, so wie eben Mohammed 23 Jahre lang schreiben konnte und seine Botschaft, die Botschaft Gottes weitergeben konnte. Und all das war hervorgerufen durch diesen Akt der Erleuchtung, so hat es Rilke empfunden. Ein Engel, der den Weg weist, der zeigt und immer wieder aufruft, herrisch, lies. Das ist keiner, der eine Botschaft vermittelt, sondern nur ein Zeiger, ein Wegweisender, der die schöpferisch-poetische Kraft hervorholt, die im Menschen schlummert, die in Mohammed schlummert, die in Rilke schlummert. Der Engel aber herrisch wies und wies ihm, so steht es in dem Gedicht. In diesem Sinne erklärt dann auch Annemarie Schimmel, die große Orientalistin, die Kursivschreibung des Wortes hatte im vorletzten Vers und war schon einer, der gelesen hatte. Denn die Botschaft kommt ihm, dem Propheten, als Erinnerung an den Urvertrag zwischen Gott und Mensch, so wie es in der Sure 7, 171 geschrieben steht, in jenem Moment, als der noch nicht geschaffene Mensch sich zur Anerkennung der absoluten Herrschaft Gottes bekennt. Mohammed, der nicht lesen und nicht schreiben kann, kann schon lesen und schreiben, weil er sich eben erinnert an diesen Urvertrag zwischen Gott und Mensch. Rilke, der deutsche Dichter, ein Islamversteher, der in seinen letzten Gedichten ins Unsichtbare vorstoßen will, wie von Engels Hand gewiesen, den Engeln gleich, und die Kraft, die in ihm schlummert, ihn finden lässt und diese Kraft, die er dann verströmen kann in wunderbaren Gedichten, die er noch geschrieben hat. Jetzt lese ich Ihnen zum Schluss noch einmal dieses Gedicht vor. Rainer Maria Rilke, Mohammeds Berufung. Da aber, als in sein Versteck der hohe, sofort erkennbare, der Engel trat, aufrecht, der lautere und lichter lohe, da tat er allen Anspruch ab und bat, bleiben zu dürfen, der von seinen Reisen innen verwirrte Kaufmann, der er war. Er hatte nie gelesen, und nun gar ein solches Wort, zu viel für einen Weisen. Der Engel aber herrisch wies und wies ihm, was geschrieben stand auf seinem Blatte, und gab nicht nach und wollte wieder, lies. Da las er, so, dass sich der Engel bog,
und war schon einer, der gelesen hatte und konnte und gehorchte und vollzog.